Wo ist der Franz? Und du? Ja, Franz, Wie heißt du? Uwe. Ja. Mach nochmal. Nee, nee, das kann ich schneiden. Ja, Franz, du hast deinen Job verloren. Also du warst der Maler und jetzt bist du gekündigt worden, oder was? Ja. Und das wäre der. Jetzt hat mich der Chef gekündigt, weil ich mittags mein Bier getrunken habe und das hat mir nicht gepasst. Ja, und was machst du jetzt? Ja, weiß ich nicht. Morgen muss ich zum Arbeitsamt, mich arbeitslos melden. Und dann hoffe ich, dass ich wieder einen Job kriege. Ja, also Der Josef, das ist ja mein bester Freund und der hat jetzt ganz lange Zeit als Maler gearbeitet und jetzt hat er seinen Job verloren, weil der ist halt in der Pause immer zum Discounter gegangen und hat sich halt Bier gekauft oder zur Tankstelle und jetzt hat er seinen Job verloren, weil er oft betrunken in die Arbeit gekommen ist. Und jetzt muss man halt mal schauen, wie es mit dem Josef weitergeht. Was würdest denn du vorschlagen? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, du musst einen neuen Job suchen. Ja, und wo? Ja, wieder als Maler. Weil der Malermeister Scherzel hat mich ausgeschmissen. Ja, ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Meine Frau, die heißt Tanja und die arbeitet als Bürokauffrau in einem Unternehmen in Leipzig. Also wir wohnen ja jetzt schon seit 30 Jahren in Leipzig und ja, die verdienen eigentlich schon genug Geld, dass wir uns halt Essen, Trinken und Kleidung kaufen können. Und ich bin ja ein erfolgreicher Landwirt. Ich habe viele Kühe und große Felder. Und da verdiene ich auch ganz schön viel Geld, dass ich mir halt Schweinefleisch und Pfeifentabak kaufen kann. Aber mein Freund der Josef, der hat jetzt einfach seinen Job verloren und du musst halt mal schauen, wie es weitergeht. Ja, und wenn ich bei dir anfange, vorübergehend? Jetzt hat der Josef vorgeschlagen, dass er das bei mir als Erntehelfer arbeitet. Das sehe ich schon ein, dass ich den Josef als Erntehelfer einstelle und das wird ihn jetzt vorübergehend über die Runden bringen.